Ob nun aus Freude oder Frust, ich denke mal, jeder möchte gern wissen, wie lange der Schnee liegen bleibt. In Sachsen fragen wir am besten bei Susanne Langhans nach. Sie ist draußen vor dem Studio und weiß, woher der Wind weht. Ja, der Schnee, der Winter hält bis Mittwoch. Ab Donnerstag kommt dann milde Luft von der Nordsee zu uns. Und damit wird es dann eher grau und auch regnerisch. Keine guten Vorzeichen also für das erste Adventswochenende bei uns in Sachsen, zumindest in den tieferen Lagen. Aber wir können nachhelfen mit Lichtern. Und da rufe ich Sie einfach auf, gestalten Sie gemeinsam mit mir den größten leuchtenden Adventskalender von Sachsen. Wir hoffen dann auch, dass der Wind mitspielt und nicht alle Lichter ausgehen wie jetzt gerade. Bewerben Sie sich im Internet unter www.mdr-sachsenspiegel.de. Ja, und den ausführlichen Wetterbericht gibt's gleich. Genau so ist es. Danke, Susanne, und erkälte dich nicht bis dahin. Ich mag den Winter und finde es darum ganz schön ungerecht, dass hier vom Landesfunkhaus nur so ein paar Zentimeter Schnee liegen. In den höheren Lagen ist es doch weitaus mehr. Und um Ihnen das mal zu demonstrieren, habe ich die Messlatte mitgebracht. Wir schauen gemeinsam mal drauf. Also so 15, 20 Zentimeter etwa hier, so viel Schnee, gibt es in der Sächsischen Schweiz, zum Beispiel in Rugiswalde. Etwa 30 Zentimeter Schnee, das wäre jetzt hier so auf Kniehöhe, haben wir dann Richtung Osten auf dem Eubin, auf dem Fichtelberg. Sogar 50 cm Schnee und noch mal 5 cm Schnee mehr, nämlich 55 cm hoch, ist mein kleiner Schneemann, den ich gestern gebaut habe. Und Sie erinnern sich, ich hatte Sie gebeten, mir doch Namensvorschläge zu machen. Und es ist eindeutig, wir haben alles ausgezählt. Der kleine Mann heißt jetzt Erwin. Und der kleine Mann kann noch ein großer Mann werden, denn ein bisschen Neuschnee kommt auch noch nach. Zunächst auch noch in den tieferen Lagen, zum Morgen hin dann heute Nacht vor allem noch hier in Westen. Sachsen. Die Temperaturen sinken überall in den Minusbereich. Damit haben wir Glättegefahr, zum einen durch den Neuschnee, zum anderen gefriert dann eben auch der Altschnee. Schauen wir auf den Tag morgen. Da ist die Sonne wirklich eine Mangelware. Im Schnitt kommen wir nur auf so ein paar Minuten, keineswegs auf Stunden. Im Großen und Ganzen dominieren die Wolken. Schnee gibt es vor allem zwischen der Dübener Heide und auch dem Vogtland. Werte um den Gefrierpunkt und damit Glättegefahr. Dienstag, Mittwoch ist es dann winterlich. Ab Donnerstag wird es milder. Ja, und wir sehen uns morgen live von der Piste vom Flughafen. Schalten Sie rein. Schönen Abend. Tschüss.